Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer, Jojo Long und Chobi Hui. Und? Ja, und wir müssen uns langsam um unsere Zukunft kümmern, Bi Hui. Ne? So. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Wer weiß, wann uns hier die junge Generation von unseren Plätzen verdrängen wird. Ne? Also. Die jungen Leute möchten vielleicht auch gerne hier im Radio was zu sagen haben. Aha. Ich dachte mir, unsere Zukunft. Ja. Also ich dachte, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, in Deutschland zu arbeiten oder zu studieren oder so, was. Oh, ja. Ja. In Deutschland gibt es ja im Pflegeberuf einen großen Arbeitskräftemangel, auch im Lehrerberuf. Vielleicht möchtest du ja noch Lehrerin in Deutschland werden oder Pflegerin in einem Seniorenheim? Nein, dazu habe ich wirklich keine Lust. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich weiter studiere. Als ich damals in Deutschland meine Magisterarbeit fertig war, wollte ich eigentlich weiter promovieren. Und ich habe sogar mit meinem Professor schon gesprochen über den allgemeinen Inhalte. Und dann hat der Mann gesagt, nein, zwei Doktoren in einer Familie ist einer zu viel. Nein, das hatte er wirklich nicht gesagt. Aber ich denke, wenn ich weiter dort bleiben würde, dann würde meine Ehe zu Ende. Also ich mache meine Ehe kaputt. Daher bin ich ja nach Taiwan zurückgekommen. Und schon damals habe ich den Wunsch, dass ich dann, wenn ich wirklich Zeit habe, weiter studiere. Aber ich muss ehrlich sagen, heutzutage ist dieser eine Doktortitel mir vielleicht überflüssig. Ne? Also ich brauche also, aber das Titel. Studium selbst würde dich schon interessieren. Genau, also wenn du mal schon Spaß. Rente gehst hier, wenn du nicht mehr hier arbeitest, dann wirst du wahrscheinlich so aus Spaß noch weiter studieren. Das ist eine Möglichkeit, eine Alternative. Gibt es da viele Menschen in Taiwan, die sich dann an der Uni einschreiben zum Gast hören? Weißt du da was? Ja, doch, doch. Ja, machen viele Leute, die in Pension sind. So. Ja, vor allem, es gibt in Taiwan ja auch diese Shechu-da-shue, sowas wie in Deutschland Volkshochschule. Und da gibt es in Taiwan durchaus auch viele Angebote für alle möglichen Sachen. Aber jetzt direkt an der Uni als Gasthörer gibt es auch anscheinend. Ja, ne? genau. Es gibt ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Also die Regierung ermutigt natürlich alle Menschen, möglicherweise weiter lernen. Ja, stimmt. Also das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Regierung in Taiwan richtig Werbung macht, dass man ein Leben lang lernen soll. Da gibt es immer wieder Plakate, zum Teil so neben Autobahnen, ne, wo sie auch wirklich gesehen werden, zum Teil auch an Bildungseinrichtungen selbst oder in der U-Bahn. Ja, das. Von der Regierung aus wird viel Wert darauf gelegt, dass die Menschen sich ein Leben lang geistig, nicht nur körperlich, sondern auch geistig bewegen. Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch. Und in der Nähe von unserer Wohnung, da gibt es eine College. Und da bieten ja sehr viele verschiedene Angebote an für alle Anliegen dort. Oder natürlich für alle Interessenten. Und man kann dort vieles lernen, zum Beispiel Fremdsprache, Kultur, Geschichte oder auch Computer. Jetzt speziell für ältere Menschen, meinst ja, du? Ja, genau. Eigentlich auch für verschiedene Altersgruppen und so weiter. Das gibt tatsächlich sehr viele Angebote. Und manche sind wirklich schon sehr interessant, finde ich. Also da kommt schon also du machst dir keine, schon mal du machst dir keine Sorgen, was du einmal später im Ruhestand machen wirst. Du hast wahrscheinlich genug zu tun, genug zu lernen. Ja, genau. Ich denke, das ist kein Problem. Vor allen Dingen, ich habe noch sehr viele gute Freundinnen, Freunde, dass wir dann zusammen was unternehmen können, sei es nur weiter lernen oder der Wandel gehen, Reise gehen, ja, Camping, alles Mögliches. Ja, möchtest du deinen Lebensabend vielleicht nicht in Deutschland verbringen? Oder Doch. Ich glaube, in den USA hast du auch Bekannte. Ja, genau. Also ich muss sagen, mein ideales Leben für die Zukunft ist, dass ich Im Ruhestand, dann 3 Monate in Deutschland und 3 Monate in den USA und 6 Monate in Taiwan. Nicht schlecht. Ja, dann fliegst du wahrscheinlich hier so nach Deutschland, bleibst 3 Monate und fliegst dann weiter in die USA, oder? Ja, da nicht kommen wieder zurück nach Taiwan und dann
6 Monate in Taiwan. Ja, und wer zahlt das alles? Ich kann mich es schon leisten. Ach, du kannst dir das leisten, okay. Ja. Ich möchte jetzt nicht zu konkret nach deinem Lohn hier bei Radio Taiwan International fragen, aber okay, du kannst es dir leisten. Das ist ja schön. Ja, wenn das möglich ist, aber ich glaube nicht, dass mein Traum in Erfüllung gehen kann, weil der Mann wahrscheinlich nicht mitmachen wird. Er ist doch umso schöner. Bist du noch freier. Ne? Aber würdest du dann in Deutschland in einem, ja, wo würdest du da wohnen? In einem Seniorenheim für 3 Monate? Kurzzeitpflege für 3 Monate? Nein, und dann in den USA nein. auch? Nee, wie würdest du das nein. denn machen? Also in Deutschland, also mein Sohn lebt dort, aber so. Ich werde nicht mit meinem Sohn zusammenleben. Ich glaube, seine Wohnung ist wirklich zu klein. Und ich werde wahrscheinlich bei einer Freundin, eine sehr gute Freundin bleiben. Ach so, also hättest da schon vorgesorgt. Ja, also ich kenne die Familie, die Frau, den Mann und alle sehr gut. Und ich komme dort ganz gut zurecht, insofern. Ja. Ja, was machen jetzt Menschen aus Taiwan, die nicht so gut wie du verdienen und nicht so viele Freunde in aller Welt haben? Was machen denn normalerweise Menschen in Taiwan, wenn sie in Ruhestand sind? Ja, das kommt sehr darauf an, welche Leute die sind. Also meine Schwiegermutter zum Beispiel, die ältere Generation, noch älter als ich. Ne? Diese Leute, die wollen meistens zu Hause ihr Lebenabend verbringen. Das ist für sie wirklich eine Katastrophe, wenn sie von ihren Kindern zum Altenheim gebracht wird. Ach das, so, ja stimmt. Also bei meinem Schwiegervater, bei meinem taiwanischen Schwiegervater, der hat mir auch erst vor einem Monat hat er es mir nochmal so zugesteckt und gesagt, also er möchte schon eigentlich ein Leben lang mit uns zusammen wohnen. Er liebt und, euch, ne? Ja, ja, und er findet es auch einfach sicherer. Ne? Meine Mutter in Deutschland wohnt ganz allein zu Hause und man weiß nie, ob jetzt irgendwas passiert. Ne? Wenn was passiert, dann kann man ihr nicht gleich helfen. Und das hat er eben auch so wörtlich gesagt, wenn man mit anderen zusammenlebt und etwas passiert, dann ist ja auch gleich Hilfe da, meinte er. Das war für ihn ein wichtiger Grund, aber ich denke auch eben, dass er von Haus aus gesellig ist. Und der ist jetzt auch 79 mittlerweile, seit ja auch 14 Jahren in Ruhestand, aber gar nicht ruhig, also ist noch sehr... aktiv. Lebendig, aktiv. Er nimmt Fit. Kurse in Blumen stecken, also Ikebana und auch Tanzkurse. Und Altenheim, ja, wäre für ihn auch nicht schön, ja. Oder eine komische Vorstellung. Aber wie gibt es denn in Taiwan überhaupt Altenheime? Wenn jetzt so viele ältere Menschen denken, nee, ins Altenheim wollen, ich möchte nicht, gibt es denn dann überhaupt viele Altenheime hier? Also ich denke, in Zukunft werden immer mehr Leute im Altenheim bleiben, aber im Moment, also für die ältere Generation, die Bewohner in Altenheimen sind eigentlich sehr viele sogenannte Festländer. Du meinst Festlandschinesen, die schon 1949 hierher gekommen sind. Und wenn die dann zu dieser Zeit kommen, sind natürlich schon allzu alt, aber deren Kinder sind jetzt langsam zu diesem Alter geworden und die haben in Taiwan nicht so viele Verwandten. So. Und deren Kinder sind meistens dann im Ausland oder so. Die müssen dann in Altenheimen leben. Es gibt Altenheime in Taiwan, auch eigentlich ganz viele. Ne? Man sieht auch hier, vor allem in der Stadt, an jeder Ecke, schon, möchte ich schon fast sagen, auch Altenheime. Die sind nicht unbedingt immer auf dem Land mit schönem Park oder so, sondern zum Teil, was ich gesehen habe, sind das auch nicht so schöne Einrichtungen. Also es gibt beides. Und dann meinte eben Bihoy, in solchen Altenheimen oder Pflegenheimen wohnen vor allem Menschen, die halt ja logischerweise nicht mehr so viele Verwandte haben. Und das sind vor allem Menschen, die 1949 zusammen mit den Leuten von Chiang Kai-shek nach Taiwan gekommen sind. Die hatten in Taiwan nicht so viele Verwandte oder eigentlich noch gar keine damals. Ja, und ich werde hier nur betonen, die Leute, die wirklich 1949 nach Taiwan kamen und hier in Taiwan geblieben sind, sind natürlich schon alle vergangen. Aber deren Kinder sind jetzt dann in Rentealter gekommen und die bleiben dann eher
im Altenheim, aber es gibt natürlich auch verschiedene Altenheime. Mhm. Also das sind eigentlich alte Heime für die Leute, die selbstständig leben können. Also braucht keine Krankenpflegungen. Mhm. Aber es gibt natürlich sehr viele Leute, die dann noch mehr Pflegungen brauchen. Und daher in Taiwan, da gibt es Altenheime, aber in verschiedenen Stufen. Ja, das und was, ist ja wie in Deutschland sozusagen. Genau. Ne? Verschiedene Pflegestufen oder Pflegeschlüssel, sowas gibt es auch in Taiwan. Das ist ganz interessant. Ich habe da einen Bericht auch gelesen von einer Dame aus Deutschland, die in ihrem Urlaub immer in verschiedenen Ländern, vor allem in Kanada, USA, Altenheime besucht. Einmal war sie auch hier in Taiwan und hat auch hier ein Altenheim besucht. Eine gewisse Frau Gudrun Jotzo. Und sie schreibt hier im Internet so einen Bericht, wie das für sie war. Und hat sie eben auch gemerkt, dass manche Altenheime so wie in Deutschland schon gewisse Projekte haben, zum Beispiel das Snoezelen, das eine niederländische Erfindung, also Räume, in denen auch ältere Menschen sich einfach entspannen können, Musik hören und schön eingerichtet, und man fühlt sich wohl, man kann Ängste abbauen. Und sie war erstaunt, dass es sowas auch schon in Taiwan gibt. Neben natürlich Physiotherapie und Ergotherapie, das gibt es auch in manchen Pflegeheimen, Altenheimen, Seniorenheimen von Taiwan schon. Also nicht in jedem. Also wie du sagtest, es gibt verschiedene und ich würde sagen vom Luxus-Seniorenheim bis zu dem, was ich eben sagte, so irgendwo in der Stadt, vielleicht in einem zweiten Stock eines Beton-Mietshauses auf einer Ebene, so ganz enge Einrichtungen gibt es alles, ne? Ein weites Spektrum. Das stimmt schon. Also vor 20 Jahren habe ich einmal eine so etwas luxuriöse Altenheim besucht. Hast du dich schon umgesehen für dich? Nein, nicht für mich, für meine Arbeit als Journalist. Ach so. Und da habe ich diese Altenheim besucht und noch andere Altenheime besucht und daraus habe ich einen Artikel geschrieben. Schon damals habe ich festgestellt, dass diese gute Altenheime eigentlich sehr in Frage kommen, auch für mich. Also das ist wirklich sehr schön eingelegt und hat man viel Raum, also ist nicht so begrenzt und dann ist es alles gut organisiert. Und einiges fand ich besonders interessant. Zum Beispiel, die haben dann in der ersten Etage große Raum, wo man sich treffen können. Und dann daneben gibt es Karaoke-Raum. Mhm. Und nicht nur ein, sondern mehrere Karaoke-Räume, weil die Taiwaner gern Karaoke singen. Da gibt es sehr viele solche Zimmer. Und es gibt Mahjong-Zimmer, wo man auch Mahjong spielen kann. Und dann gibt es verschiedene Restaurants, vor allen Dingen auch so eine Börse. Also das eine Börse, Börse. Wo man Aktien kaufen kann. Genau. Also jetzt echt an die echte Börse angeschlossen oder nur genau, so? Genau, doch, ja? Doch, ja, genau, genau. Da merkt man auch, dass da wohnen viele reiche Leute. Und es gibt auch Billardzimmer. Aha. Und dann Swimpool, glaube ich, auch, aber relativ klein, sehr uninteressant, weil die meisten Taiwaner sowieso nicht schwimmen. Aber da gibt es tatsächlich wirklich alle Räume, wo weißt man du noch, wie viele Menschen da ungefähr gewohnt haben in dieser Luxusanlage für ältere Menschen? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, 400 oder so. Ungefähr 400. Ja, also das sieht wirklich wie so ein Hotel aus und es ist hotelartig organisiert. Wichtig dabei ist, dass man noch wirklich gesund fit sind, dann darf man dort bleiben. Ansonsten muss man zu anderen Heime gehen, wenn man noch mehr Krankenpflege brauche. Aber dort ist natürlich nicht gerade billig. Mhm. Ja, je höher die Pflegestufe ist, desto teurer wird es. Das ist auch in deutschsprachigen Gebieten so, das ist wohl ganz normal. Aber weißt du noch, wie teuer das war? Kannst du dich daran erinnern? Oder warst du in letzter Zeit nochmal dort und hast nachgefragt, wie denn die Preise zurzeit stehen? Du hast recht, ich kann tatsächlich dort bleiben, meinen Lebenabend verbringen, aber mein Mann hat keine Lust dazu. Auf jeden Fall, also für diese Beitritt, da muss man zuerst eine Kaution zahlen, und zwar 500.000 Euro.
100.000 Euro, das ist die Kaution. Wer kann denn das zahlen? Das kann ja niemand zahlen. Wenn ich meine Wohnung verkauft, dann schaffe ich das gerade noch. So, okay. Und Monatsmiete kostete pro Person 500 Euro. Das ist ja komisch, ne? Die Miete so billig, also relativ jetzt. Mm-mm. Moment, die nehmen ja nur Menschen auf, die nicht gepflegt werden müssen. Also Miete für das Zimmer nur. Genau, ist 500 Euro. Ein Zimmer. Man kann natürlich zwei Zimmer nehmen. Dann 1.000. Und Nebenkosten muss man selber bezahlen, ne? Und andere Verpflegungen muss man selber bezahlen. Und das Essen muss man auch extra zahlen. Und daher insgesamt kostet natürlich schon eine Menge Geld. Schon viel, ja. würde ich sagen. Aber dann vor 4 Jahren habe ich für meinen Vater nochmal nach einige Altenheime gesucht. Und dann eine hat mir auch sehr gut gefallen, und zwar auf dem Berg angelegt und war auch schön. Da gibt es sogar ein sehr schönes Swimmingpool und große, und das hat mir sehr gut gefallen. Die Bedingungen sind ähnlich wie diese, den ich vor 20 Jahren einmal besuchte. Ist ja, ähnlich. Ist dein Vater dann dahin gegangen? Nein, mein Vater hat mich beauftragt, umzugucken, aber der weigert sich eigentlich im Endeffekt hinzugehen und ist dann zu Hause geblieben damals. Aber der ist inzwischen auch schon gestorben. Ja, dann möchte ich vielleicht doch nochmal auch von dem anderen Extrem erzählen. Du hast jetzt eben von diesem Luxuswohnheim gesprochen. Ich habe aufgrund meiner Arbeit manchmal auch mit älteren Menschen zu tun, die nicht so gut wohnen. Wir dürfen manchmal mit älteren Menschen im Spiele spielen. Erst letzte Woche war ich in einem auch doch speziellen Wohnheim, wo ältere Menschen zusammen mit Universitätsstudentinnen und Studenten wohnen. Das ist ein neues Projekt in Taipei. Es gibt wohl in Taipei Stadt so um die 8 solcher Projekte. Ziel ist eigentlich klar, ne, dass die Studenten wohnen dort wahrscheinlich verbilligt und dafür unterhalten sie sich eben mit älteren Menschen oder spielen mit denen irgendwas oder machen Ausflüge zusammen. Und da haben wir auch Spiele zusammen gespielt. Und das Niveau ist aber sehr unterschiedlich. Also manche Leute sind noch so fit, mit denen könntest du ein Schachturnier machen. Manche sind aber auch dann schon so irgendwie ab vom Schuss, wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie jetzt machen. Also wir erklären ihnen die Regeln und wir spielen zusammen und sie machen auch alles mit, schön brav, aber eigentlich wissen sie nicht wozu. Also das ist in, denke ich, vor allem nicht so luxuriösen Altenheimen dann oft ein Problem, dass das Niveau der dort Wohnenden sehr unterschiedlich ist und dann ist das auch schwierig, mit denen zusammen etwas zu unternehmen. Also da müsste man eigentlich viel mehr differenzieren, aber es fehlen vermutlich die Gelder, dann für jede Bedarfsstufe eigene Kurse anzubieten. Ja. Und noch schlimmer sind, wie gesagt, solche Betonhäuser, wo vielleicht nur der zweite Stock dann als Wohnraum für ältere Menschen geht. Die kommen fast nicht raus, sind fast die ganze Zeit da in diesen Betonwänden. Also das ist die schlimmste Stufe, finde ich. Und das wünsche ich eigentlich niemandem. Ja, tatsächlich, es gibt in Taiwan viele solche Altenheime. Es gibt noch eine andere Form von Altenpflege, auf die wir heute noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, nämlich Pflegekräfte zu sich nach Hause kommen lassen. Aber das, da müssen wir vielleicht eine andere Sendung dazu machen, denn die Zeit ist schon wieder um, Bihui, ne? Ja, genau. Und darüber sprechen wir dann in einer der nächsten Kaleidoskop-Sendungen. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Jojo Long und Chobi Hui. Bye-bye aus Taipei.